Also solltest du dich für ein Boxerleben entscheiden, wenn du nicht musst. Wenn Apollo noch hier wäre, würde er dir das auch sagen. Ist er aber nicht. Ich boxe schon mein ganzes Leben. Ich hatte nie eine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich war im Ring. Ich hab's gesehen. Der Kampf hätte abgebrochen werden müssen. Ich hätte ihn abbrechen müssen. Vielleicht wollte er wie ein Boxer abtreten. Vielleicht haben sie genau das getan, was er wollte. Ich glaube, er wäre lieber hier und würde mit dir reden. Hör zu, Don. Fass mich nicht an. Komm schon. Nimm deine Finger weg, alter Mann! Schwing deinen kranken Arsch hier raus! Zieh Leine! Machst dir auf Familie, dabei hast du meine echte Familie getötet! Ich werde nicht gehen, bevor ich dir nicht gesagt habe, was ich denke. Entweder du hasst mich und es ist so, oder vielleicht bist du auf jemand anderen sauer, weil er nicht hier ist und sich nicht verteidigen kann. Weißt du, ich verstehe, was du durchmachst, mein Junge. Ich hab das hinter mir. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich verlassen fühlt, wenn man wütend ist und so. Und du bist ein guter Mensch. Verzeih, du änderst daran sowieso nichts mehr. Das macht dich sonst total fertig. Du stehst immer noch in seinem Schatten. Du musst da raus, Donny. Hau ab, Mann! Твоей улыбкой нету права на ошибку. Ist an der Scheiße was dran? Spielt keine Rolle. Du konzentrierst dich jetzt auf den Kampf, der ansteht. Das ist alles, woran du denkst. Nichts sonst. Wie soll ich daran nicht denken? Wann fängst du die Behandlung an? Ich mach keine Chemotherapie. Nein. Wenn du nicht schnell damit anfängst, dann stirbst du. Ich weiß. Und das ist für dich okay? Ja. Mann, du drehst durch, Mann. Gib mir die Schlüssel, ich fahr dich sofort in die Klinik. Ich dreh überhaupt nicht durch. Wenn ich alles, was in meinem Leben gut war, in irgendeinen Beutel oder so werfen könnte und sagen, hey, hier, ich möchte mir gerne noch einen Tag mit meiner Frau kaufen, dann würde ich das tun und würde als glücklicher Mann sterben, auf der Stelle. Wird aber nicht passieren. Also, alles, was ich hatte, ist verschwunden. Und ich bin hier. Aber, weißt du, es ist okay. Weil ich mir gesagt habe, wenn ich kaputt gehe, verletzt werde, ist egal, ich werde es nicht reparieren. Warum auch? Und ich bin bloß so ein Penner, der in deiner Bude wohnt, sonst nichts. Bist ein guter Junge, ein guter Boxer. Aber du hast deine Zukunft noch vor dir. Meine? Da hinten, mit all den anderen an der Wand. Vorbei. Alles Vergangenheit. Ich meine, sehe ich so aus, als würde ich meinen Trainer einfach so sterben lassen? Das ist ein Kampf wie jeder andere. Diesen Kampf, den habe ich schon mal gesehen. Den kann man sich schlimmer nicht vorstellen. Und meistens ist er nicht zu gewinnen. Ist mir egal. Ich trainiere nicht, wenn du dich nicht behandeln lässt. Wenn ich kämpfe, kämpfst du auch. Mal allein da rein. Wenn du geblutet hast, dann war das dein Blut. Wenn du halb tot auf dem Hocker gesessen hast und dachtest, nichts geht mehr, bist du wieder aufgestanden. Das warst nur du. Da musst du wieder hin. Du bist
Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. I'm a true champion. Christmas gift and my bitch so bad she on my Christmas list. Remember I pray really, I wish for this. To get the crib with the maid and with the picket fence. I'm with some niggas that mad, we took a risk for this. So talking about